Dann begrüße ich Sie erstmal herzlich zurück zum Ganztagesevent heute hier auf Channel 6 bei den IB Days. Wir hatten eine kleine Unterbrechung vorhin, die haben wir gleich zur Mittagspause auch genutzt. Schlichtweg als Erklärung, die Stromleistung war sozusagen in Anführungszeichen überfordert, erschöpft für diesen Raum, weil Sie sehen ja, was hier los ist. Die 6 Trading Stations saugen ganz schön was und da ist wohl auch hier die Unileitung nicht ausgelegt für. Deswegen haben wir da einen kleinen Bug gehabt, aber der kam zur Mittagszeit, insofern kein Problem. Da will ich vielleicht gleich mal dran anknüpfen an die Situation dessen, dass das ja auch bei Ihnen zu Hause passieren kann. Sprich, Sie haben ein Trading Desk offen, kein Laptop, sondern eben ein Rechner, der nur am Stromnetz hängt und Sie feuern gerade eine Order ab, die denn dann in den Markt geht. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sichern die Order nicht ab mit einem Stop-Loss. Das heißt, die Order geht rein, Sie sind scharf dabei und plötzlich stürzt der Rechner ab. Man nennt das auch Worst-Case-Szenario. Da gibt es eben mehrere Methoden, die man da eigentlich im Hinterkopf haben sollte. Stellen Sie sich mal selber die Frage, ob Sie Ihre Accountnummer im Kopf haben und auch die Supportnummer Ihres Brokers. Sprich, es gibt ja den telefonischen Handel, beziehungsweise natürlich den Support, den man immer erreichen kann, wenn sowas passiert. Darf ich dazu ganz kurz sagen? Bitte, Jens. Der Witz an der Sache ist folgendes. Als ich mich vorbereitet habe auf die IB-Days, also ich bin ja gestern angereist, die letzte Nummer, die ich in meinem Handy eingespeichert habe, war die Nummer vom JFT Kundenservice. Kundenservice. Gesetzt im Fall das. Also ich hatte jetzt eine Order, das war kein Problem, weil ich habe parallel noch einen Laptop offen und insofern habe ich ja weiter über das WLAN das beziehen können. Aber einfach, also um das vorzubereiten, also nicht, dass es jetzt geplant war, aber es ist einfach, also ich glaube, da kommt Professionalität da ins Spiel. Wenn du lange dabei bist, das ist eine Erfahrung und wenn du, wie gesagt, keinen Stop im Markt hast oder dergleichen, das war jetzt auch in dem Fall nicht das Problem, das ist auf dem Server und so, aber du kriegst so einen leichten Rinnsal in den Rücken hinein. So, ein Adrenalinschub auf jeden Fall. Du bist kurzzeitig auf jeden Fall. Ich war auch ein bisschen angespannt, ne? Musst du sagen. Also du hast mich angefasst, sagst du, und jetzt ist alles in Ordnung. Ja. Was ist denn hier los? Ja, ja, Rechner weg. Wo ist der Strom? Das ist die Situation. Also wie gesagt, das ist, Jens hat es vorgebeugt, aber generell stellt sich eben die Frage, dass da natürlich jeder an sich auch denken muss und so ein Worst Case Blättel nach dem Motto, das ist mein Ansprechpartner, mein Broker, das sind meine Zugangsdaten, das ist mein Telefonpasswort, was auch immer. Die muss man parat haben für den Fall X, dass genauso was passiert wie heute. Aber wenn die Order scharf in den Markt geht, dann ist sie ja auch auf den Servern extern. Das heißt, die Price Action läuft. Was wir natürlich auch nutzen sollten, und vielleicht schalten wir da mal direkt auf den Rechner vom Micho um. Es sind zum Beispiel eben solche Tools, wie wir bei den Add-ons haben, bei den MT4 Plus Add-ons, den Mini-Terminal als solchen, dass wir praktisch mit einer Order-Absetzung, machst die Korrelation kurz runter, Micho? Mit einer Order-Absetzung praktisch gleichzeitig hier Stop-Loss, Take-Profit oder Trailing-Stop festlegen. Das heißt, wenn die Order rausgeht, sind die Parameter des Stops und des Take-Profits praktisch alle mit an den Server übermittelt. Und selbst wenn der Rechner jetzt sozusagen offline geht, ist die Order abgesichert und auch der Take-Profit sichergestellt. Also insofern ist das eben ein Gimmick, ein Tool, wo Sie praktisch mit einem Klick alle Parameter einstellen können. Und das ist eben auch Professionalität, auch vor dem Hintergrund, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Sie den Stop-Loss natürlich vorher errechnen müssen, um sich ein anständiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erarbeiten und überhaupt zu wissen, wo Ihr Risiko liegt. Und der Micho hat jetzt hier aktuell einen Trade laufen, US-Dollar, Kanadisch-Dollar, auch Looney oder als Looney bekannt, ein ähnliches Setup wie vorher der US-Dollar-Yen, denke ich. Ich würde mal sagen, ich gebe mal das Wort an Micho direkt und dann lass uns den Trade mal ein Stück weit bewerten und dann schauen wir mal, was wird. Hallo nochmal und zuerst dein Thema, Chris, fortzusetzen. Also um Stop-Loss nicht zu vergessen, es gibt noch ein Tool von JFD Brokers, das die Kunden benutzen können. Das ist der Alarmmanager Addon. Er hat eine spezielle Alarm im Fall, wenn Sie eine Position ohne Stop-Loss gesetzt haben. Also das heißt, der Alarmmanager wird alarmieren, wird blinken und Geräusche machen, wenn Sie eine Order ohne Stop-Loss im Markt stellen. Was habe ich hier gemacht? Also ein ähnliches Setup, diesmal auf US-Dollar, kanadischer Dollar. Man kann sagen, wenn es nicht bei US-Dollar Japanien funktioniert hat, warum probiere ich jetzt beim US-Dollar kanadischer Dollar? Ich habe aber hier noch ein Tool, was ich sehr nützlich finde, und das ist der
Korrelation-Matrix und hier kann man sehen, dass die Korrelation zwischen US-Dollar, kanadischer Dollar und US-Dollar, Japanien ganz schwach ist. Also niedrige Zahlen bedeuten hier, dass es keine Korrelation gibt, nicht, dass es eine negative Korrelation gibt. Wenn es eine höhere Korrelation gibt, aber in Gegenrichtung, das ist, dann sind die Zahlen einfach mit Minus. Also niedrige Zahlen, so helle Farben, bedeuten keine Korrelation. Das wird in diesem Fall auf H1 kalkuliert mit History-Daten von 200 Gänze. Das kann man leichter einstellen. Und die notwendige Information super schnell im Griff haben. Mehr über diesen Setup hier. Also ähnliche Situation, Trendkanal, und wir sehen hier, wie die Volatilität so zusammenschmeißt. Und von meiner Erfahrung, ich kann sagen, dass in solchen Situationen kann man die größten Chance-Risiko-Verhältnisse haben. Deshalb habe ich das hier gehandelt, weil die Volatilität zusammenschmeißt hier diese Figur. Chris, wie heißt das auf Deutsch? Diesen, das ist ein asymmetrisches Dreieck. Ja, Dreieck. Sich geformt hat. Ich habe meinen Pending Order da platziert, wo von dem Dreieck den Preis ausbricht. Und es wurde ja vor kurzer Zeit aktiviert. Nicht mehr zu sagen, die anderen Linien, die auf meinem Chart stehen, zum Beispiel, das ist diese Woche High, der höchste Punkt von dieser Woche. Das ist ein Indikator, der auch standardmäßig in dem Add-ons Pack von JFD Broker steht. Es gibt hier was Interessantes, das vielleicht nicht mehrere kennen. Unter den anderen Add-ons in dem Pack gibt es einer, der nicht Expert Advisor ist, sondern selbst ein ganzes Pack von Indikatoren ist. Er ist JFD Suite Add-on genannt, und er installiert automatisch eine ganze Gruppe von Indikatoren, die man benutzen kann, die speziell gesammelt für Händler sind, und das ich sehr nützlich finde. Zum Beispiel, ich kann Offline-Charts backtesten, damit ich mein manuelles Handel wieder trainiere. Oder ich kann zum Beispiel einfache Tools benutzen, wie das Freehand-Drawing, was eigentlich hilft mir, nur mit einem Knopfdruck wichtige Levels auf dem Chart selbst zu zeichnen. So, ich kann direkt auf dem Chart diese wichtigen Plätze für mich bemerken. Das alles finden Sie in diesem Pack. Ja, jetzt werde ich keine Zeit verlieren, um diese Indikatoren zu zeigen alle. Das ist nicht der Grund, weil ich sprechen wollte. Hier sehen wir, dass die Volatilität weiter zusammenschmeißt. Das heißt, dass ich, wenn ich sogar mehr gewartet habe, würde ich ein sogar größeres